unterwegs mit Tante Ju Richtung Tom.io Flughafen. Schön, dass ihr dabei seid. Langer Sonntag mit WB. 16. Februar, Transport Fever 2. 30er Jahre. Neues Flugzeug. Doppelt so groß wie die alten. Doppelt so viele Leute passen rein. Hängt ein bisschen schief in der Luft. Das fliegt wirklich so ein bisschen aufwärts. Das ist nicht, also ich kann die Kamera. Nee, es ist im Steigflug, oder? Nee, das hängt wirklich so schief in der Luft. Oder ist es im Steigflug? Ich glaube, es ist noch im Steigflug. Boah, wie hübsch das aussieht. Schaut euch das mal an. Total klasse. Bildhübsch. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Echt hübsch. Der 30er Jahre, war da irgendwas mit Klimawandel? Nein, nicht bei uns. Davon wissen wir noch gar nichts. Das kommt erst viele Jahrzehnte später. Ob BA im Flugzeug ruhig gestellt ist, fragt Kai. Da ist aber ein TV-Klassiker hier unterwegs. Sag mal, sind wir im Steigflug? Oder bilde ich mir das ein? Ne? Wir sind doch. Jetzt erreichen wir die Reiseflughöhe. Schau mal, das Flugzeug, das ist ja so hübsch gemacht. Jetzt legt das Flugzeug sich in die Horizontale und jetzt stimmt alles. Das sind so kleine Details, das finde ich total klasse. Sowas finde ich total schön. Richtig, richtig gut. Zauberhaft. Die Propellergeräusche verändern sich. Echt super. Die Leute sitzen erstmals nicht so total gedrängt, eng nebeneinander, sondern aus richtigen Bänken, halten wieder unsichtbare Zeitungen und Smartphones in den Händen, blättern darin oder wischen. Oh, wir können mitfahren, mitfliegen. Sollen wir mal ins Cockpit rein? Ich finde das immer so unheimlich, wenn die nichts in der Hand haben und so tun, als würden sie lesen. Sollen wir mal gucken, ob wir ins Cockpit reinkommen? Oh Gott, jetzt haben die nur noch Ärmchen, wie schrecklich. Ich versuche mal reinzukommen. Löcher im Flugzeug, wir steigen ab, alle aussteigen. Fallschirme verteilen, Frauen und Kinder zuerst rauswerfen, dann die Herren mit dem Fallschirm. Umgekehrt, umgekehrt. Ja, genug herumgespielt. Wir haben was zu tun, wir müssen arbeiten. Wir sind ja nicht zum Spielen dabei, Transport Viewer 2. Wir müssen ja schließlich ein Verkehrsnetz aufbauen. Das sollten wir nicht. Wir müssen auch an den Ernst des Lebens denken hier. Also damit haben wir die modernisiert. Wir wollten noch Ausschau halten nach den anderen LKWs, ob man dann was machen muss. Wir waren bei den. Nee, die Lokomotiven hatten wir schon umgesetzt. Was ist das hier für ein Problem? 21 Jahre, die können weiterfahren. Der Rest stimmt. Die weiße Elfe könnten wir austauschen. Aber die fährt noch ein paar Jahre. Das machen wir später. Von den Jahren her, den Rest können wir alles so lassen, wie es ist. Das bleibt so, wie es ist. Ich speichere einmal ab. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir könnten zwei Sachen machen. Wir könnten die Trams noch bauen. In zwei Bahnhöfen müssen wir, glaube ich, die Tramstation noch bauen. Oder wir beginnen jetzt mal, das wäre eher mein Vorschlag, mit der neuen Zugstrecke. Oder wir machen beides abwechselnd oder was auch immer. Wir speichern hier einmal ab. Ja, Mike hat jetzt gesehen, wie der funktioniert. Der Motor eines Flugzeugs. Sehr informativ hier. Einen Trambahnhof bauen wir mal. Wo hatten wir die noch nicht gebaut? Das war Wuhan. Die neue Strecke ist irgendwo hier unten. Hyderabad natürlich, klar. Hier in Chantur. Nee, oder wir hatten gesagt, wir müssen das noch nicht. Wir hatten den Trambahnhof hier errichtet.
aber hier fährt noch keine Linie. Hier halten ja auch nicht gerade so unfassbar viele Menschen. Allerdings ist der Zug auch gerade erst abgefahren. Der Schwarzbrenner hat nur einen Menschen an Bord. Einen Passagier an Bord. Einen Passagier fährt hier mit. Was ist denn das? Dafür bauen wir diese monströse Brücke hier. Damit ein Mensch sitzt in diesem riesen Zug drin. In einer Strecke, wo wir total stolz drauf waren. Sehr effektiv nutzt. Das ist ein VIP. Kieberfox, meinst du, der oder die hat den Zug für sich alleine angemietet? Vielleicht sitzen da noch 70 Bodyguards drin. Vielleicht ein Promi. Vielleicht ist das Lorian Gafia, der eine Solofahrt hat. Weil er die Emotes uns gemacht hat. Das ist Kim Jong-un, natürlich. Gimpfenlord. Ein Testfahrer wäre das, schreibt Dragonblade. Er zahlt die 2 Mille alleine. Die 2 Millionen, meint Pipe. Ja. Ein Snob ist es auf jeden Fall. Wir müssen die... Also noch ein Grund mehr, um Trams zu bauen. Botschaft ist angekommen. Wir schauen mal, ob die Stadt hier angebunden ist. Aber die müsste eigentlich angebunden sein, weil dieser Bahnhof hier, wenn ihr mal mit mir schaut auf die grünen Gebiete... Oh, der ist gar nicht angeschlossen. Hier sind die grünen Gebiete. Die sind weit weg. Die sind hier links. Und ich mache das wieder weg. Und angeschlossen haben wir... Ein paar Wohngebäude sind schon angeschlossen, aber vor allem mehr so die Industrie. Wir machen eine Tram. Wir haben ja auch schon einen Trambahnhof hier stehen. Jetzt überlegen wir uns, wo wir die Tram langfahren lassen. Hier entlang. Hier. Ein hier. Dann dreht er sich. Ein für die ganze Stadt. Hier. So. Wir können einen Kreis machen in zwei Richtungen oder wir versuchen erstmal die Billiglösung, dass wir keinen Kreis haben in zwei Richtungen befahrbar, sondern einfach nur einen Strang haben, der quer durchführt, dann wird gewendet, dann wieder zurück. Wie könnte der aussehen? Der könnte hier starten. Achtet mal bitte mit auf die Maus. Hier könnte er starten. Dann lassen wir den hier so lang fahren. So. So. Nicht so gut, ne? Der muss ja auch hier oben hin zum Bahnhof. Also vom Bahnhof aus gedacht. So. Hier entlang. Hier lang. Hier runter. So. Das könnte doch klappen, ne? Da hätten wir aber keinen Strang, hätten wir einen Kreisverkehr. Das können wir machen. Okay. Wir setzen mal ein paar Haltestellen. Eine sollte ganz weit im Süden sein. Lieber zwei Stränge und dann direkt. Die Stadt ist winzig klein, Jeremy. Goldie findet das dagegen okay. Wir versuchen das mal so. Also einer, hier oben geht's lang, hier geht's hin. Hier lang. Dann wollten wir hier oben lang fahren, ne? Ich glaube, wir könnten lieber hier unten. Ja, machen wir, fahren oben lang. Jetzt hier hin. Dann hier hin.
Na, da kommen wir auch direkt hier oben durch, oder? Einmal hier, dann hier hin, dann hier runter. Einmal hier. Einmal hier. Da geht's hier lang. Hier hin, dann hier hin. Und dann jetzt die Rückfahrt. Einfach immer auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt haben wir es gleich. Die stehen schon. Alles gut. Jetzt richten wir die Linie ein. Linie 48. Wie heißt die Stadt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwie so einen kleinen Namen machen wir nachher. Linie 48. Farbe hellgrün. Wer ist die Stadt nochmal? Shantou. Okay. Shantou in zwei Richtungen. Zuerst kommt Shantou A mit dem Uhrzeigersinn und dann gegen den Uhrzeigersinn. Wir beginnen bei den mit dem Uhrzeigersinn. Einmal, zweimal. Das ist, genau, das war's schon. Das ist die eine. Jetzt noch eine zweite. Jetzt geht es in die andere Richtung einfach nur. Hier oben lang gegen den Uhrzeigersinn. Und das war's schon. Jetzt brauchen wir das Depot. Hat man das Depot gebaut? Noch nicht, ne? Straßenbahnlinien oder Busse? Der Ort ist wie groß, Shantou. Das ist ein Straßenbahndepot, ne? Dann hat sich die. Also ein Trambahnhof, dann hat sich das erledigt. Dann müssen wir natürlich auch an Straßen hier legen dafür. Wir bauen erstmal das Depot. Dann müssen wir natürlich auch Straßenbahn benutzen. Depot, Gebäude. Hier. Tramdepot. Oh Gott, ist das groß. Was für ein Monster. Am besten direkt neben den Bahnhof. Hier ist ja eh. Wird hier groß gebaut. Kann man doch machen. Einmal um die eigene Achse gedreht. Oh, hoppla. Das war keine Absicht. Tasten verwechselt. Ich habe
Höhenunterschied. Klappt das so? Ja. Noch Oberleitungen und wir brauchen Gleise. Tramgleistool, Oberleitung. Wir haben elektrische mittlerweile, ja, ich glaube schon. Hier geht's lang. Steht, funktioniert, passt. Und fehlen nur noch Fahrzeuge und einmal mitfahren. Dann haben wir das. Also, wir nehmen die, das sind die 30er, 35er, 30er Trams kaufen. Alle gleich schnell. Umweltbelastung, Emission 79. 72, 67, immer weniger. Die machen ganz viel Dreck. Dampf, elektrisch, das wäre natürlich eine der beiden elektrischen. Die ist schneller. Die nimmt, da ist die Kapazität geringer. Die wäre also durchaus geeignet für eine kleine Stadt wie die unsrige. Und da kann man also auch nur eine kleinere nehmen. Die ist nicht so fix unterwegs, das war nicht so entscheidend. Die Leistung ist höher. Wir haben, glaube ich, ein bisschen ist das hier hobelig, dass es mal rauf und runter geht, aber nicht wesentlich. Und die ist viel preiswerter. Ich würde die ja nehmen. Die Geschwindigkeit ist egal. Hier passen ein paar Leute weniger rein. Die Emission ist geringer. Das heißt, die Stadt wird schneller wachsen. Ist völlig okay. Einmal für jede Linie eine Tram. Und Abfahrt bitte. Hier rollen sie jetzt raus. Schaut mal hier. Das, jedes Mal freue ich mich, wenn ich das sehe, dass die Ingame-Zeit der Echtzeit angepasst ist. 10 vor 2 am Sonntag. Oh, die zweite Tram hat sogar gehalten, als diese Dame hier in weißem Rock und gelber Bluse und mit weißem Strohhut auf dem Kopf den Zebrastreifen überquert hat. Das finde ich gut. Gut ausgebildet hier unsere Fahrer. Das sieht hübsch aus. Boah, das ist eine schöne Landschaft hier. Zauberhaft. Ja, finde ich auch. Gimpfenort schreibt, schade, dass man die Trams nicht per Doppelzug fahren lassen kann. Finde ich auch. Finde ich irgendwie überflüssig, dass das nicht geht, oder? 19 Leute können mitfahren. Null sind es im Moment. Ich würde mal sagen, die Strecken sind kurz. Wir nehmen 2 Trams auf jeder Strecke. Das sollte reichen. Das sind 9 oder 10 Stationen. Ich glaube 9 für den Kreisverkehr. Jede Linie von 2 Trams befahren. Wir lassen die. Oh, schaut mal, immer. Das finde ich das Einzige, was mich stört, dass die so früh im Spiel schon Fahrzeugautomaten haben. Das finde ich, also, die gab es viel später erst. In meiner Jugend gab es die noch nicht. Und da war ich noch nicht geboren, obwohl das vielleicht als Gerücht behauptet wird. Ich sei 33 schon geboren gewesen, aber das dem war nicht so. Wann sind die denn eingeführt worden? Ich denke, in den 70ern, oder? Mag das mal einer von euch googeln, Panischer oder Marcel, wann Fahrkartenautomaten, seit wann es die gibt? Das finde ich echt interessant. Das würde ich gerne mal wissen. Die sind auf den gleichen Linien? Nein. Hat einer geschrieben, das kann ich mir nicht vorstellen. Also der erste dokumentierte Automat ist von 1899. Und zwar in Wien auf dem Karlsplatz. Echt? Das ist ja krass.
Nee, die sind nicht auf denselben Linien. Wer hat das gesagt? Also stimmt auf jeden Fall nicht. Also, wir fahren mal bis ans Ende. Die Ende der Linie, das sollte der weitest entfernte Punkt von hier, das sollte, sagen wir mal, hier sein. Die muss ja auch noch vom Depot rüberfahren, dass er bis zur Commercial Street einmal mitfahren. Okay? Ja, aber das sind ja hier so moderne Fahrkartenautomaten. Also wenn es... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Ich weiß noch in meiner... Als ich fand das sensationell, als ich den ersten Fahrkartenautomaten gesehen habe in der Provinzgroßstadt in Mönchengladbach. Oh, da kommt jetzt eine entgegen. Das ist jetzt eigentlich... Das ist, glaube ich, auch die Commercial Street hier. Hier machen wir das. Hier stoppen wir. Jetzt sagen wir in beiden Fällen bitte klonen. Was denn jetzt passiert? Die hat gedreht. Was denn jetzt passiert? Die hat hier gedreht. Jetzt dreht sie hier wieder. Ach, die ist, hat die falschen Halt. Hier ist eine Haltestelle anscheinend doppelt drin, oder? Kann das sein? Linie verwalten. Hier stimmt was nicht. Hier ist irgendwas mit den... Hier ist vielleicht eine Linie doppelt dran. Chantou Tram ist hier. Hier stimmt irgendwas nicht. Die hellgrünen Chantou Tram. Dann geht es zur vierten Straße. Das ist hier. Shanghai Street. Wan Fung. Xidan Commercial. 13. Nee, das stimmt alles. Das muss hier, die muss irgendwie hier die falsche Seite genommen haben. Was eigentlich normalerweise nicht passiert. Die nehmen die richtige Seite eigentlich immer automatisch. Wie könnte denn das passieren? Also die Haltestelle Commercial Street müssen wir neu zuweisen. Hier, da wechseln wir das Terminal. Jetzt stimmt's, ne? Das ist echt komisch, weil normalerweise kapieren die das. Und dann checken wir noch die. Also jetzt ist alles gut, jetzt haben wir die Linie repariert. Normalerweise klickt man einfach, auch wenn die sich gegenüberstellen, auf das gemeinsame Symbol. Und dann nimmt die automatisch die richtige Seite. Wir kontrollieren das auch hier mal, ob es hier auch ein Problem gibt. Aber hier ist alles richtig gelaufen. Sehr seltsam. Einmal in der Ego-Perspektive mitfahren. Roll doch hier mal mit. Steht der Fahrer? Der steht da. Der darf sich noch nicht mal hinsetzen. Schaut mal. Der hat keinen Stuhl. Das ist ja krass. Der muss den ganzen Tag überstehen. Tatsächlich. Aus Respekt den Fahrgästen gegenüber muss der stehen, meinst du? Ich weiß nicht. Noch ein kleines Stückchen mit. Noch mal kurz zwischendurch. Achtung, eine Durchsage an alle Fahrgäste. Das heutige Programm. Wir spielen bis 16 Uhr. Etwa 260 Leute haben wir dabei. Transportiga 2. Dann geht es weiter mit Quadriga. Mit den römischen Vierspännern. In der Antike. Antike Wagenrennen machen wir ab 16 Uhr. Ab 20 Uhr. Fortsetzung von gestern. Nämlich... Corruption 2020.
Elephant hinein. Dieses Runden, die Rundentaktikgefecht in XCOM-Stil gemischt und vermengt mit Echtzeit-Schleichspielen. Und nochmal ein Dankeschön an all die Leute, die im Laufe des Streams und in den letzten Tagen hier die Abos verlängert oder neu eingerichtet haben. Ein Dankeschön wie immer nicht nur an diejenigen, die hier als Amazon Prime Nutzer ihr Twitch-Abo umsonst geben können, sondern auch an alle anderen, die hier ein bisschen was in die Hand genommen haben. Das finde ich sehr lieb und nochmal ein dickes Dankeschön dafür. Ist keine Selbstverständlichkeit, freue mich immer drüber und es ist immer auch ein gute Launeheber bei mir. Und ihr habt ja auch mittlerweile die neuen Emotes, ne? Wir haben ja 6 Emotes jetzt neu dazu bekommen, 2 sind schon freigeschaltet, 4 andere habe ich eingestellt. Das sind diese Foto-Emotes, ne? Das Grüß, WB grüßt, ja, hier, Marcel hat sie gerade gepostet, das sind die beiden. Das WB grüßt Fotosymbol, Punisher auch, und das ist also das hier. Und dann WB grübelt und 4 andere gibt es auch noch, die sind schon hochgeladen, eingestellt. Der Lorian Gaffier hatte die gemacht. Aber, ja, das muss man immer neu machen, Grimlosch. Die sind, die Abos laufen aus. Also auch die kostenlosen, die laufen immer eine. Man kann das daran erkennen, ob man noch so ein Symbol hat im Chat. Die laufen aus nach einem Monat und die werden nicht automatisch verlängert. Also die hochstufigen, die werden, glaube ich, verlängert, Marcel, ne? Also die Prime-Abos, die man über Amazon erhält, die muss man nach 4 Wochen ja eben manuell verlängern. Aber auch die normalen die Stufen-Abos, also Stufe 1, 2 und 3, die werden automatisch verlängert. Ah, okay. Das heißt, die, für die man nicht zahlen muss, wenn man Amazon-Kunde ist, die sogenannten Twitch-Prime-Abos, die man nur anklicken muss, das geht über den weißen Stern, den seht ihr dort irgendwo, die müssen nach verlängert werden. Falls ihr euch fragt, bin ich Abonnent oder nicht, einfach gucken, ob ihr den Button habt, den ihr im Chat seht, von den Leuten, die dieses Hexfeld haben, in den verschiedenen Farben, daran kann man das erkennen. Also, die Tram haben wir gebaut, jetzt müssen wir noch den zweiten Trambahnhof machen. Sollen wir das gleich machen? Ja, ne? Wir richten den zweiten auch noch ein. Das läuft ja ganz gut. Das ist alles gut. Oh, wir haben eine Errungenschaft bekommen. Flugzeugunternehmer verdienen 1 Million mit Flugzeugen innerhalb eines Monats. Das ist aber die neuen Super-Duper-Flugzeuge haben. Ich zeige es ja euch nochmal. Mittlerweile haben wir auch wieder 70 Millionen auf dem Konto. Die sind... Junkers, die Tante Ju, wieder im Steigflug empor. Wir schauen auch mal hier beim Flughafen nach, wie viele Leute hier mittlerweile stehen, weil es gab, die Schlangen werden kleiner. Das hat immens geholfen, schaut mal. Die Schlangen werden deutlich kleiner hier. Es kann sogar sein, also die neuen Flugzeugtypen können ja doppelt so viele mitnehmen als die alten. Das sind drastisch hier nach. Es kann sogar sein, dass wir jetzt zu viele Flugzeuge unterwegs haben und vielleicht sogar eines mal stilllegen werden. Noch sind aber alle ausgelastet. Aber hier knubbelt es sich. Kann sein, dass wir das ein oder andere wegmachen. Sollen wir mal starten? Wir starten mal mit der Stubenfliege. Achtung, alle anschnallen bitte, festhalten reicht nicht. Alle anschnallen, Sitzlehnen hochstellen, Augen schließen oder Augen vor Angst weit aufgerissen, Schreck geweitet und rausstarren. Storm Eagle. Das 3-Monats-Logo ist im Augenblick rot. Also wir haben so ein ganzes Set von diesen Abo-Logos. Und jetzt habe ich aber das Schönste leider schon, leider in Anführungszeichen, schon jetzt für diejenigen, die jetzt halt... Es gibt ja erst seit 2,5 Monaten die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Und das Schönste aller Community-Logos ist jetzt da schon. Vielleicht vertauschen wir die nachher nochmal. Das nächste wäre knallrot. Das gibt es ab dem 3. Monat ununterbrochen, wo man mit dabei ist. Und
Ich habe noch ein ganzes anderes Set. Marcel war so lieb und hat mich da unterstützt, hat mir geholfen. Na, mal wieder das machen. Vielleicht vertauschen wir die Reihenfolge nochmal. Hast du ein blaues? Zweite Start- und Landebahn, Matze. Wozu bräuchten wir die denn? Ich wüsste jetzt nicht, wozu wir die brauchen. Matze sagt, geht nicht, aber ich frage mich auch, wozu wir die brauchen sollten. Weil das ist ja nicht das Problem, dass der Flughafen überfüllt wäre. Zum Angeben, mein Gimpfnord. Geht es mit den modernen Flughäfen? Weiß Matze. Ardea Bescheid. So, jetzt schauen wir uns das mit den Trams aber wieder an. Die andere Tram, die wir bauen wollten, war in Hyderabad, glaube ich. Und da sollte auch mittlerweile schon ein Trambahnhof stehen. Hier ist er, ne? Aber es ist noch keine Linie da. Einmal abspeichern. Auch hier ein Blick auf die Verteilung. Also das könnten wir vielleicht wirklich mit einer durchgehenden Linie hin und zurück machen, weil das liegt ja so nett schlauchförmig, dass man hier einfach startet, hier durch die Stadt einmal durchgeht. Und dann so wieder zurück. Das ist nicht ideal, aber das reicht vielleicht schon. Das machen wir. Wie viele Einwohner hat Hyderabad? 237. 100% Einwohnerwachstum. Ich glaube, das reicht. Das ist jetzt nicht das Genialste, aber man kann später, wenn die Stadt wächst, ja immer noch ausbauen. Wir gehen mal rein in die Gebäude. Und in die einfachen Haltestellen. Hier oben starten wir. Hier. Genau, da geht es noch Richtung Gelb. Da wo es dunkelgelb ist, wo die ganzen Arbeitsplätze sind. Dann drehen wir hier und fahren zurück. Alles gut. Wir könnten sogar noch ein bisschen tricksen. Nee, das ist ein sehr großes Gebäude. Ich wollte schon wieder was abreißen. Tram oder Bahnhof? Also ich glaube Tram. Das ist ja sehr konzentriert. Wir legen wieder Tramgleise. Elektrisch, ja. Wir haben auch den Trambahnhof hier errichtet. Hier geht's rauf. Foundation. Komm mal, ob ich das Spiel auf dem Schirm habe. Mit dem Namen kommt mir bekannt vor. Ich verbinde da im Augenblick nichts mit, aber ich bin mir sicher, ich habe mir das mal angeguckt. Hier geht's jetzt hin. Oben geht's lang. Dahin, alles gut. Die erste Linie. Wir starten die 50. Linie. Hierhin. Depot bauen wir auch noch, ja. Hier geht's hin. Das war's schon. Und dann wieder zurück.
Einzige, was ich mich echt fuchst, ist, dass es hier oben so eine... Also das ist ja bescheuert. Das geht doch gar nicht. Hier sind Tramlinien. Naja, also wenn wir eine Tram einsetzen, die kann eh nur bis hierhin fahren. Hier sind Tramlinien, hier sind keine. Das Problem wird sich dadurch dann lösen. Dann setzen wir noch ein Tramdepot hier oben hin. Können wir auch in Bahnhofsnähe machen. Warum nicht? Und stellen das... hier an den Bahnhof hin. Oh, hoppla. Das ist natürlich ein Tramdepot, entschuldigt bitte. Hm. Mittlere Straße, Tramgleise elektrisch. Ja. Was mich gerade ein bisschen sehr verdutzt ist, jetzt sind hier überall auch Tramgleise automatisch gelegt worden vom Programm. Naja, ist jetzt halt so. Alles klar, dann können wir hier kaufen. Kaufen wieder welche, die großen, also Hyderabad wird schnell wachsen, wir können auch die großen... Wir nehmen auch wieder erstmal, ja, 275, was soll man nehmen? Eine kleine oder eine große? Eine Moskau oder eine Witt? Das ist die modernere, die gibt es seit 1930, die gibt es seit 1908. Denen gehört die Zukunft, Emission 67, Emission 72. Wir nehmen die mit den niedrigeren Emissionswerten. Das reicht wahrscheinlich, kaufen davon zwei Stück ein. Wir setzen die erste hier schon mal ein. Der Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Gehen wir nochmal in die Elektrifizierung hinein. Und fahren hier einmal ab. Sehr schön, klasse. Die Station 7 sei doppelt, meint Mathe. Also hier lag nicht. Wir gucken mal, ob die eventuell die falschen Straßenseiten zuge... Ja, ich kann... Ach so. Wir brauchen die nur ein. Ach so, du meinst das Gebäude? Ja, das könnten wir abreißen, ja. Wir haben die Haltestellen zweimal eingestellt, wir reißen die dann hier ab. Das kann man machen, ja. Ja. Hier fahren wir einmal mit bis kurz vor Endstation. Dann setzen wir eine zweite noch ein.
Ich weiß, ich habe nur eine ins Depot losgeschickt. Ich will die nicht hintereinander losstecken, sondern ich warte ab, wie der Schnudelhuber, bis die an der Endstation ist. Wenn die ihn dann setzt, schicke ich die zweite rein, dann sind die schön versetzt. Oder bis die kurz vor der Endstation ist. Du musst dich nicht entschuldigen, um Gottes Willen. Hallo Akribus, was gefällt dir gut wegen des Arztteils und des schwarzen Mittelalter-Humors? In welchem Spiel bist du? War das wieder Foundation oder ein anderes? Ich habe mal einen Moment nicht in den Chat geguckt und schon schreibt er so viel, dass es raufgescrollt ist, weggescrollt ist. Oh, Tante Mimi ist wieder da. Warst du nicht eben weg zwischendurch? Bin nicht ganz sicher. Sehr freundlich, wie du alle begrüßt, die neu reinkommen. Du hast Kaffee gemacht. Ja, und für mich, schau mal hier, Tante Mimi, die Tasse ist alle. Ich könnte die umstellen, ist noch ein kleiner Rest drin, war fast nix. Du hast für dich Kaffee gemacht und für mich nicht. Ich bin ja nicht beleidigt, aber das geht ja gar nicht. Also echt, wie soll man denn da wach bleiben? Unfassbar, also echt. Sind wir schon an der Endstation, jetzt bin ich doch in Schmollmodus gewandert. Jetzt gehen wir rauf ins, das kommt davon. Jetzt gehen wir rauf ins Depot und schicken die zweite Bahn noch los. Und fahren noch einmal mit ihr hier oben zurück. Mats hat auch gerade Kaffee gemacht. Ja, klasse. Und mir macht er keinen mit. Tante Mimi und Matze. Verräter. Akribus Virus. Foundation hast du gemeint. Okay. Ich guck's mir nochmal an. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Die Tasse für die Patrons, Sam. Da war zuletzt der Mitarbeiter nicht erreichbar. Schau ich nochmal. Muss ich nochmal nachschauen. Mysterium hat noch Stollen übrig, ja her damit. Ich sag mal, wenn wir über Essen und Trinken reden, ich will ja nicht böse sein, aber ich kriege langsam ein bisschen Kohldampf. Wisst ihr was? Ja, das habt ihr davon. Ich gönne mir jetzt mal eine 5-Minuten Pause, pfeife mir irgendwie eine Kleinigkeit rein, weil ihr scheint ja anscheinend zu essen und zu trinken während des Streams. Wenn ich hier sitze und euch bespaße, das geht gar nicht. Ich stoppe mal die Aufzeichnung auf YouTube und gönne euch eine 5-Minuten Denkpause darüber, dass ihr hier immer mir vorschwärmt, was ihr esst, trinkt und futtert und dass ich hier dürste und hungere. Echt.